Aus Liebe zur Musik, der Schmitz Hi-Fi Podcast. Hallo Christian. Hallo Peter. Und bist du wieder im Lande? Ja, also körperlich auf jeden Fall. Eine Woche Ljubljana, Hauptstadt von Slowenien und super schön. Also ja? Kann man nur als Reiseziel empfehlen. Wahnsinnig schicke, aufgeräumte, sehr saubere Stadt mit unheimlich viel Flair. Also ist jetzt hier kein Reisepodcast, aber da muss man wirklich mal hin. Das ist wirklich schön. Richtig, richtig schön. Wäre ja von mir aus nie auf die Idee gekommen, dahin zu fliegen irgendwie. Naja, wir machen das ja immer mit einmal im Jahr mit ein paar Jungs und rollierend über die Jahre dann mit einem weiteren Ziel. Und die Vorgabe ist immer einigermaßen schnell erreichbar. Okay. Und es sollte noch keiner da gewesen sein. Und bei 7 Mitstreitenden ist das gar nicht so einfach. Ja. Da sind also andere auch nicht auf die Idee gekommen. Sind nicht nur du nicht auf die Idee gekommen, genau, sondern andere auch nicht. Und dann guckst du, wo kannst du hinfahren, ja. So. Schön. Und schön. Die Karawanen im Hintergrund und also wirklich schön, richtig toll. War ich nicht das letzte Mal. Es ist verrückt. So, dann gucken wir uns noch Bilder an in Ruhe. Als ich gefahren bin an dem Tag, war ja hier so ein gelber Bus vor der Tür. Erzähl doch mal was dazu. Ah, du hast den Venue-Bus verpasst. Das ist so ärgerlich. Apropos, ich habe deine Platten, ich habe dir für dich die ganzen Roses-Platten und Slash-Platten besorgt. Ja, ich danke dir. Kein Problem. Sehr witzig. Also ich bin ganz geflasht. Das Ding sieht halt aus wie ein alter amerikanischer Schulbus, also auch ein bisschen abgerockt, würde ich sagen, von außen und hat hier geparkt, ein sehr sympathischer Kerl und der wollte um 14 Uhr eröffnen und ich glaube, um 13 Uhr standen quasi die ersten Leute hier und also ich glaube, um 13:30 hat er aufgemacht und der wollte um 18 Uhr schließen und ich meine, 18.30 Uhr oder so hat er dann letztens aus dem Bus getreten quasi. Wahnsinn. Also, ey, Wahnsinn. Da waren überzeugend immer so 10, 15 Leute vor der Tür und das SWR war da, hat gefilmt und ich habe noch gar nicht geguckt, ob man es findet und Antenne Koblenz war da und hat Bericht gemacht. Und, also war richtig Traffic hier. Schön. Ja, toll. Und super schön gemachter Bus. Also alle Platten waren eben gewaschen und ich weiß nicht, ich habe nicht nachgezählt, aber es stand halt da, sowas wie 4.000 Platten wären drin. Die meisten sind, also das sind gebrauchte Platten, aber einige sind auch unsealed, also unverpackt oder unausgepackt. Ich habe zum Beispiel die Harvest von Neil Young gekauft für mich. Die war noch original verpackt, verschweißt von 2009, eine Pressung. Eine sehr gute. Und eine Supertramp habe ich mir gegönnt. Best of, weil ich es einfach nicht hatte. Mhm. Fand ich cool. War sehr cool, doch. Und wir hatten ja das Glück, dass Technics uns diesen SL1000, so heißt er. Heiliges. Der große Plattenspieler von denen, ja. Ey, ein Brett vor dem Herrn, das Ding, das ne? Das kriegst du ja kaum alleine gehoben, ja. Nee. Und das ist halt Direct Drive in absoluter Perfektion. Ja, also kann man vielleicht auch für 21.000 Euro erwarten, ohne System, also schon viel Geld. Aber das Ding war sowas von, also du merkst halt, dass der Gleichlauf perfekt ist und dass diese Ruhe im Klangbild war. Das muss ich wirklich sagen, mit dem R1000, mit diesem Verstärker von denen. Ja. In Kombination, du hast ja bei diesem R1000 eine Schallplatte dabei. Und damit kannst du quasi den Phono-Vorverstärker des Vollverstärkers R1000 ans System anpassen. Mhm. Und der misst unter anderem, also neben, klar, welche Impedanz muss ich einstellen, so misst der auch über Sprechen linker, rechter Kanal des Systems und negiert die. Ja. Hat so eine Subtraktionsschaltung quasi. Und das war mega geil, weil, also der lief hier an der DAC 100 und hier im großen Raum und ich hatte vorher die 100er auch, glaube ich, noch nie in dem großen Raum gehört. Das war unheimlich gut. Ja, der liebe Rainer Pohl, der ja hier den Aufbau gemacht hat, also das Technics-Urgestein quasi, der hat das auch gefeiert. Also, er hat gesagt, das klingt einfach auch mit der Dark 100, klingt richtig gut, ja. Ja, war ein großer Fan. Mhm. Schönen Grüße nochmal, Rainer. Ja, vielen Dank für die Unterstützung. Er hat sich richtig viel Mühe gegeben. Ja. Hat auch schöne Systeme drauf. Also, ja, war sehr spannend. Ja, siehst du, und ich muss in Urlaub fahren. Und, Verdammt. Deswegen habe ich auch gar nicht so viel zu erzählen. Ist nicht ich also nicht das, was die Hörer hier hören wollen vielleicht. Ja. Ich musste mir ganz viel um die Ohren hauen hier in der Zeit. Also gar ich hatte ein paar richtig coole Vorführungen. Und zum Beispiel hatten wir eine sehr, sehr schöne Vorführung
mit einem Kunden, der hat eine 126er bestellt. Mhm, MBL. MBL 126er, genau, die ist auch, glaube ich, jetzt halbwegs unterwegs. Ich habe da, glaube ich, eine E-Mail gesehen. Patrick, wenn du es hörst, genau, schöne Grüße. Also bald ist die Box da. und wir haben da ein paar Verstärker verglichen. An der 126er halt eben. Ja. Und das hat richtig viel Spaß gemacht, weil einfach nochmal quasi der Beweis angetreten werden sollte, von unten nach oben, ob du diesen Verstärkerklang wahrnimmst. Dieses, ne? Und wir haben mit Accuphase angefangen, mit einem 380er. Und der Schritt auf den E4000. Und das will ich nur kurz rauspicken, weil wir dann noch kurz über den E480 gegangen sind. Wir haben noch einen E480 in der Ausstellung. Und den 380er, dann eben der 480er als Vorgänger vom E4000 und dann den E4000. Und da haben wir ganz lange hin und her gehört und immer, ja, okay, ist besser, aber wie viel besser jetzt? War so die Frage. Und dann war das ganz spannend, weil ich hatte im Video, was wir gemacht haben zum E4000, da haben wir vorher einen E480 stehen gehabt und einen E4000. Und da habe ich mich dann dran erinnert, als ich darüber gesprochen habe mit ihm und seiner Frau, also das, was ich zeigen möchte, wobei mir der E4000 so viel besser gefällt, ist wirklich die Klarheit, die Aufgeräumtheit und die Breite der Bühne. Also das öffnet sich räumlich was. Und das hörst du natürlich mal besser, mal schlechter bei den Tracks. Und dann hatten wir aber das vor dem Video auch zufällig mit Harry Belafonte Matilda gemacht. Ah, live. Ne? Diese Carnival-Nummer oder so. Und jetzt ist ja Belafonte auch leider gestern verstorben oder vorgestern. Ja. Oh, gar nicht. Ich glaube 94. Also genau, ja. Und da passt es irgendwie gut zum Podcast. Also kurz danach kam eine Pop-Up-Meldung bei Janik auf dem Handy. Ich habe die, ich habe jetzt gestern ihm das nochmal gezeigt irgendwie und so. Genau, die Nummer. Und da hörst du das wirklich, wie ich es im Video sage, super cool. Also das ist ja ein Live-Nummer, wo er am Anfang pfeift und da kommt eine Akustikgitarre irgendwie links und alles, auch dieses Publikum und so, ist beim 4000er so hörbar, klarer, weiter, offener. Und dann war ganz klar, okay, es ist keine Option, auf den 480er zu gehen. Obwohl es auch schon, also es ging nicht, ne, ist nicht Geld egal, sondern einfach nur gehört und oh krass, doch, ist ein Schritt, der ist so groß, das, da lohnt sich der Schritt. Ja, Wahnsinn. Also wir sind jetzt noch nicht fertig mit der Entscheidung, weil wir wollen noch einen Kadenza hören von MBL, an der MBL, um das nochmal zu checken. Und der kommt auch die Tage an. Und dann probieren wir es mal. Stark. Ja, sehr witzig. Ja, und dann haben wir uns natürlich unheimlich viel hier mit Raumakustik. Das große Thema Raumakustik. Das geistert ja schon quasi seit Podcast Nummer 1 bei uns im Raum rum. Vor allem jetzt, genau, Einmessen-Thema. Oder? Das, genau, ne? Also es wird immer mehr, es wird immer dichter, es wird immer greifbarer und demnächst auch bei euch im Wohnzimmer dann letztlich realisierbar. Ja, also wenn ihr uns jetzt hier sehen könntet, was ja, stimmt, muss man noch erwähnen, wir haben heute keinen Videopodcast. Ja, das stimmt. Also der geht natürlich, sorry für alle, die es gerade bei YouTube gucken, also nicht viel sehen, wir haben... unser Kolja. Es liegt nicht an meinem allgemeinen schlechten Zustand, sondern... Genau. Unser Kolja ist auf Fortbildung und der bedient nun mal die Kameras, also der stellt die ein. Und genau, der macht eine sehr, sehr interessante Fortbildung zum Kalibrieren von TV-Bildschirmen. Ne? Genau, exakt. Genau. Sind wir ganz gespannt. Wenn du gerade bei dem Punkt bist, einfach mal zwei Worte dazu. Ja. Also es gibt eine professionelle Kalibrierung für alle TV-Bildschirme. Die einen gehen einfacher, die anderen gehen etwas komplizierter. Du bekommst eine richtige Kalibrierungsspinne, mit denen arbeiten auch die ganzen Studios in Hollywood, also quasi auf höchstem Niveau. Und die setzt du an den Fernseher, hast eine entsprechende Software und so ein Kalibrierungsprozess dauert zwischen 20 Minuten und einer Dreiviertelstunde, je nachdem, wie manuell das Ganze jetzt ist. Ja. Also neueste LG, Sony, Samsung-Fernseher, die haben Autokal drin, dann ist diese Autokalibrierung in größten Schritten dann schon abgegolten darüber. Okay. Und preislich wird sich das irgendwo so um die 99 € belaufen, also tatsächlich auch eine ganz saubere Geschichte. Und dann habe ich es 1:1 kalibriert. Also zu 100%, wie die Hollywood-Studios sich einen Monitor vorstellen. Und das ist letztlich egal, ob das Ding jetzt 10 Jahre alt ist oder neuester OLED oder QLED oder was auch immer. Also ganz spannend. Das ist stark. Ja. Also bin ich gespannt. Ich würde mir gerne mal halt einen uneingemessenen hinstellen und einen eingemessenen oder vielleicht kann man es einen ausschalten. Ich habe es noch nicht gesehen.
Das kann man, weil du hast ja verschiedene Bildmodi und ja, du kalibrierst quasi einen Bildmodus. Ah, okay. Und der Bildmodus heißt dann den, ja, den du am wenigsten brauchst, weiß nicht, Sport oder sowas, und dann den kalibrierst du und dann kannst du halt immer hin und her stellen. Okay. Ja, deswegen, das gucken wir uns dann mal an. Ja, bin ich sehr gespannt. Also schöne Grüße an Kolja, genau. Haut's mal durch. Genau. Deswegen kein Video. Genau. Ja, Raumeinmessung. Ja. Das war die letzte Zeit super spannend, weil wir hatten ja das schon mal erwähnt. Also wir sind ja immer so ein bisschen für und wieder. Also einerseits Raumakustik, da sind wir alle dafür, würde ich sagen. Ja. Ganz klar ist, was wir gelernt haben, vermehrt, ist einfach einerseits die Nachhaltigkeit im Raum zu beurteilen und die möglichst gering zu halten, nicht möglichst gering zu halten, aber sie auf einen gewissen Punkt zu bringen, mhm, im Raum. Und zwar nicht bei einer Frequenz, sondern halbwegs linear. Und das Zweite ist halt eben dann, dass wir übers Einmessen dann den nächsten Schritt tun könnten. Also wir, ja, haben uns jetzt ganz, Yannick und ich haben uns echt ultra intensiv damit beschäftigt und wir haben ja auch super viel Hardware bestellt, ja, die letzten Wochen, und viel Geld investiert und das ist noch nicht fertig. Aber nur mal so als Andeutung, also wir werden es auf jeden Fall die nächsten zwei Wochen oder so super gut hinkriegen, Anlagen, die streamen jetzt erstmal, also streamingfähige Anlagen, auch ziemlich herstellerübergreifend einzumessen. Und das wird dann erstmal so ein Zu-Fuß-Ding sein. Also wir werden erstmal gucken, dass wir die Boxen mechanisch bei euch im Raum perfekt positionieren, was die Impulstreue angeht und den zeitlichen Ablauf. Und wir werden dann danach halt eben schauen, dass wir natürlich auch weiterhin immer wieder dazwischen hören. Also wie winkel ich die Box an? Wie klingt es erstmal am besten? Und das Ganze kann man halt visuell begleiten über viele Messungen. Dann sieht man, ist die Box, also sind die beiden Lautsprecher wirklich schon genau zum Listening Spot ausgerichtet? Und das gucken wir uns an. Das kann man danach messen, kann man doch nur mal feinjustieren, soweit man es halt eben mechanisch kann. Wir haben auch bestellt einen ganzen Haufen an Absorbern, an Diffusoren, an Vorhängen, die absorbieren, und zwar sehr, sehr flexible Themen, die man dann auch bei euch zu Hause einfach mal aufstellen kann. Absolut genial, ja. Und weil natürlich ist es so, wir wollen das Ganze, also natürlich ist der Anspruch, das im Wohnzimmer hinzukriegen. Es gibt natürlich Räume, da dürfen wir uns bestimmt ein bisschen mehr austoben mit Absorbern und so, aber es soll halt eben auch schön aussehen und halt wohnraumtauglich sein. Und dann muss man halt für jeden Hörplatz quasi so den richtigen Mittelweg finden, denke ich. Und wir können sicherlich, also die beste Einmessung bringt natürlich am meisten vor dem besten Raum, also auf dem besten Fundament. Aber wenn man da nichts machen kann oder darf, dann kann man ja trotzdem dafür sorgen, dass die Speaker vom Impulsverhalten sehr gleich stehen, also dass man sie sehr, sehr, sehr gleich ausrichtet. Man kann natürlich danach trotzdem hingehen und eine Messung drüber laufen lassen. Und was ich so begeisternd fand, und deswegen waren wir ja früher eigentlich dagegen, ist ja im Prinzip, dass wir gesagt haben, nach einer Einmessung und dem Ton, der durch einen DSP rennt, gefallen uns ganz oft die Höhen nicht mehr. Es war keine Brillanz mehr da. Ne? Ja. Es war keine Auflösung da. Die Musik hat stumpf geklungen, langweilig, möglicherweise sehr linear. Ja. Toller Frequenzverlauf, ja, aber alles, was so Musik ausmacht, war weg. So ein bisschen klinisch oft. Ja. Und die, was halt hier cool ist, im Gegensatz zu dem, was wir bisher so kennen, zumindest meistens, ist es, dass wir die Charakteristik der Box eigentlich gar nicht anfassen. Mhm. Also wir können auf dem Weg jetzt wirklich den Speaker einfach wiedererkennen. Also wenn wir ausmachen, dann ist der Speaker natürlich auch noch derselbe und die Höhen werden nicht, wir können sogar, das habe ich nämlich hier jetzt probiert, im neuen HiFi-Studio, da ist der Raum ja sehr linear grundsätzlich, ja, und der ist ziemlich gut. Und mit der DARC 100, die haben wir eingemessen, mit einer Akkuface-Voreinstufen-Kombi da, ja, davor. Und da war es auch mal so, wenn wir es zu linear gedreht haben, dann wurde es auch schriller. Mhm. Und dann sind wir jetzt gestern hingegangen und haben einfach mal den Bereich der Bearbeitung bis 200 Hertz nur gesetzt. Also von 0 bis 200 Hertz, den haben wir ein bisschen, also deutlich linearisiert. Ja. Weil wir haben so ein leichtes Dröhnen mit der DARC 100 in diesem Raum bei ca. 110 Hertz oder so. Und das ist witzig. Wir haben das also nur bis 200 Hertz bearbeiten lassen und den Rest haben wir einfach so gelassen, wie er ist. Ja. Und du hörst wirklich oben keinen Unterschied. Geil. Also das ist so geil. Du hörst nur diesen Bereich, den er bearbeitet. Und was so spannend ist, ist, dass 200 Hertz sind ja schon
bei Männerstimmen zum Beispiel relativ dominant. Also wir haben Reinhard May, dieses Viertel vor sieben hier gehört. Die macht oft so ein bisschen, also live, eine Live-Aufnahme, eine sehr, sehr gute. Und die macht oft so ein bisschen mumpfig. Also übertrieben jetzt, aber so ist es halt. Und hier in dem Raum ist es zumindest so. Und das ist komplett weg mit der Ermessung. Und das ist super, super schön. Und da sind wir jetzt dran und genau, und da, ja, also wenn ihr da Interesse dran habt, Leute, euren Raum oder eure Anlage nochmal sehr, sehr gut zu hören. Also es sind, beeindruckende Ergebnisse, was da rauskommt, ja. Ich hatte ja vor meinem Urlaub auch immer mal wieder ein Ohr reingehört und das letzte Mal die Akona mit Yannick im klassischen HiFi-Studio, die ja da an der Stelle, wo sie steht, doch ordentlich aufdickt. Akona 100, wohlgemerkt. Ja, 100, ja. Das war komplett weg. Also viel, viel angenehmer zu hören, dafür viel mehr Instrumente wahrnehmbar. Also ganz faszinierend, was damit möglich ist. Und halt genau das, was wir eigentlich haben wollen. Und im Gegensatz zu dem, was wir sonst immer gedacht haben, was passiert und auch gehört haben, was passiert, dass du einfach einen Frequenzgang komplett glattbügelst, linearisierst und die Musikalität darunter leidet. Das hast du jetzt hier halt nicht. Aber ich war ja von den Socken, was ihr da alles für Sachen bestellt habt. Ich wusste gar nicht, dass man so viel Geld für ein Mikrofon ausgeben kann. Das ist ja der Wahnsinn. Ja. Alles mögliche, Kalibrator und wir haben alles mögliche bestellt. Aber das, was du gehört hast, war ja noch mit dem alten Mikrofon sogar. Ja. Ne, mit der alten Einmessung. Ja. Und das ist jetzt echt cool geworden, muss ich sagen. Das wird sehr witzig. Und das ist natürlich jetzt so ein Ding, was wir einfach hier auch gerne mal zeigen würden. Also wenn ihr grundsätzlich daran Interesse habt, wir haben natürlich jetzt hier ein paar Spots realisiert, die einfach auch relativ spontan, sage ich mal, also mit dem Termin wäre cool, aber dann können wir das relativ spontan wiederherstellen. Weil so eine Einmessung, wie wir sie jetzt durchgeführt haben, dauert schon ein paar Stündchen. Aber also zumindest, wenn du dir richtig viel Mühe gibst. Aber dann kann man einfach mal an- und ausschalten. Und dann sieht man ja für sich einfach mal, ist das interessant? Natürlich wird es so sein, wie jetzt hier schon gesagt, im neuen Raum. Es wird natürlich sehr divers sein, wie krass der Schritt zu Hause sein wird. Natürlich profitieren schlechte Räume enorm davon, Aber ich meine, wenn ich schon einen guten Raum habe, dann bringt so eine Einmessung trotzdem definitiv eine bessere Räumlichkeit, eine phasengenauere Wiedergabe und dadurch halt eine bessere, also ein schöneres Hören, irgendwie ein offeneres Hören. Und wenn der Schritt nur klein ist, dann weiß man halt zumindest mal schwarz auf weiß, wie gut der Raum ist. Ja. Weil man halt das Ganze auch visuell einfach mit verfolgen kann. Wenn man halt, also es sind viele Messungen, dann sehr viele und man sieht halt viele Kurven. Und das ist echt cool, da freue ich mich richtig drauf. Ja, Mensch. Habt ihr ja doch nicht nur geschwänzt hier in der Woche, wo ich weg war. Nee, wir hatten aber zum Glück auch dafür uns ein bisschen Zeit rausboxen können. Und das war echt, das war sehr cool. Ja, gut, das ist natürlich ein sehr zeitintensives Thema. Ja. Gerade der Lernprozess. Ja, und unsere Lernkurve null auf. Ja, gut, es gibt ja auch keinen, der dich da an die Hand nimmt und sagt, pass auf, die drei Knöpfe musst du drücken und dann bist du beim Ergebnis. Ne? Nee, das war das Krasse. Nochmal da großen Dank an Jürgen Reis von MBL, der uns eigentlich auf die Spur gebracht hat, weil bei der Extreme hatten wir hier, also hat er sich ja die Mühe gemacht. Und da ist das ja erst aufgetaucht, dass wir gesagt haben, okay, das hier ist krass, das versaut's mal nicht. Ja, im Gegenteil. Und, und von ihm auch ein paar Tipps gehabt und wir haben noch ein Telefonat geführt und so und auch viele, viele Mails geschrieben, aber natürlich das meiste musst du einfach probieren und und natürlich auch jetzt weiterhin. Und es ist, also ihr merkt, es ist eine Lernkurve. Und es ist natürlich so, dass wir, ich meine, ne, hättest du mich vor 3 Wochen gefragt oder vor 5 Monaten, hätte ich gesagt, wie hier im Podcast ja auch oft, also vor allen Dingen, sehr skeptisch dem gegenüber. Und jetzt ist es halt so, was ich jetzt hier so cool finde, ist, dass wir es in sehr viele bestehende Anlagen packen können. Ja. Und dass jetzt keiner, weißt du, ich muss jetzt nicht sagen, ich kaufe einen Verstärker zum Beispiel, der All-in-One ein Einmesssystem drin hat. Weil ich dann eben natürlich weniger Geld für den Verstärker ausgebe und mehr in Features mal wieder. Aber ich sage ja nie, dass also das Einmessen ist das eine, aber selbst wenn wir jetzt eingemessen haben und wechseln den Verstärker, dann höre ich ja die Schritte trotzdem. Also das eine oder das andere negiert sich ja überhaupt nicht, sondern es kann einfach nur einen neutraleren Boden schaffen vielleicht, auf dem die ganzen Dinge arbeiten können. Ja, und es ist eine Stellschraube mehr, die du ansetzen kannst. Ne? Ja, so. Und es macht mega Bock. Ja. Dann haben wir ja noch ein paar Neuigkeiten. Von Clear Audio haben wir endlich mal wieder eine Balance V2 da. Oh ja,
da muss ich den Kunden noch informieren, der ganz gespannt schon darauf war. Ich denke, habe ich das jetzt in den Äther gerufen? Ja, ja, genau. Ja. Balance-Vorstufe. Ja, schön. Richtig schön. Ja. Subsonic-Filter, XLR-Eingänge, XLR-Ausgänge. Ja, kann man richtig schöne Sachen Balance machen. Balance V2 ist das, ne? Genau, Balance ja. V2, ja. Sehr richtig. Ach ja, und in deinem Urlaub, hätte ich fast vergessen. Da war, liebe Grüße an Thomas Heckel vom 3H-Vertrieb, der auch schon im Podcast war. Die Jungs werden, da kam eine Mail jetzt in zur High-End, den Cord Mobile-Vertrieb haben. Okay. Und die Cord-Sachen sind schon lange da. Und Cord Mobile ist einfach, sind Produkte, die halt portable sind, ne? Also tragbare, die aber auch stationär zu Hause genutzt werden können. Da gibt es so Zwitter-Produkte. Und da, es ist furchtbar gut gewesen. Ich habe, das ist der Hammer. Also der Oberhammer war dieser, ich meine, Hugo heißt da 2, Hugo 2. Ein absoluter Wahnsinnsteil. Das ist ein kleiner, tragbarer Kopfhörerverstärker. Also super klein ist er nicht mehr für tragbar. Aber er ist relativ. Noch diese klein. Farbigen Tasten. Ja, natürlich. Drauf. Ja, geil. Ja, ja, okay. Die leuchten wie ein Weihnachtsbaum. Ja. Müsst ihr euch mal angucken. Also super lustig. Kann man so eine Kugel laut leise drehen und so. Also herrlich hübsches Spielzeug. Gut, im einen gefällt es dem anderen nicht, aber jetzt mal klanglich gesehen. Das ist also ein Kopfhörerverstärker mit einer DAC-Funktion drin. Ja. Der einerseits, also für unterwegs, klar, ein Lightning-Kabel dran wieder, also wie bei den Dragonflies auch, also ein Kamerakit, Lightning-Kabel dran. Dann kann man einfach ein iPhone dranhängen oder man kann per USB-C natürlich auch irgendwie dann ein, was weiß ich was dranhängen, ein Android oder so. Aber man kann auch das Ding zu Hause benutzen, weil der hat auch einen USB-Eingang, halt eben, wo du auch eine Streaming-Bridge oder einen CD-Spieler an irgendwie also dranbringen kannst. Und der hat auch dann eben einen Cinch-Ausgang. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt so das klassische, ich bin jetzt joggen und nehme das Ding mit, Ding ist. Eher nicht, weil dafür ist zu groß. Ja. Aber wo ich einen großen, großen Profit sehe, sind so die Leute, die ihre HiFi-Anlage haben und die steht von mir aus jetzt klassisch im Wohnzimmer, Sofa weit weg, weil es beim Fernseher steht oder so das Ding. Und du willst trotzdem sehr gut auch mal ab und zu Kopfhörer hören auf dem Sofa. Dann ist das ja super cool, dass das Ding einen Akku hat. Das heißt, du steckst das Teil gerade von der Anlage ab, nimmst das mit aufs Sofa, packst da zu Hause einfach mal einen guten Kopfhörer dran. Wir haben es hier mit einem, sehr gut, mit einem Focal Clear MG, so ein 15-Euro Kopfhörer. Das hat so gut geklungen. Wahnsinn. Schön. Ja, und da, also die müssen wir auf jeden Fall hier reinholen und hinstellen. Das macht richtig Bock. Wo liegt der preislich? Ich glaube 2.300 Euro. Okay. Also ist Geld, aber es ist viel Geld, keine Frage. Für einen mobilen sowieso. Aber das Ding ist ja, wenn der mir auch meinen DAC ersetzt an der HiFi-Anlage und ich den so betrachte, dann ist das absolut preiswert, in dem Sinne, dass der halt auch einen sehr, sehr guten Profit bieten kann. Okay. Oh, also schon sehr lustig, ja. Schön. Ja. Hatten wir schon gesagt, dass wir den Stax-Kopf ja auch gehört haben? Den großen? Wir hatten gesagt, dass er da ist, ja. Und du hattest ihn gehört. Es ist furchtbar. So schlimm? Es ist furchtbar. Leute. Also wenn man einen SR009 hat und man hat S, also den aktuellen, und man hat diesen, ich weiß nicht, wie er heißt, 9000 oder was, das ist leider sehr gut hörbar. Ich würde sagen, der 009 spielt ein bisschen lauter, der spielt ein bisschen näher dran, das ist alles Meckern auf einem super hohen Niveau, aber feiner und jetzt räumlich gesehen ein bisschen weiter weg ist der große, aber trotzdem auch strukturierter, übersichtlicher, super. Krass. Und der sitzt fantastisch. Also, und der sieht halt auch super schön aus, das Ding. In der Preislage können sie es ja dann, ne? Genau. Da werden die plötzlich hübsch. Also, wenn man in der Stax-Familie mal groß werden will, am Anfang tut es weh und im Spiegel und danach geht es dann. Eher was für drin. Ja, das ist genau. Klassische Heimkopfhörer. Ja, cool, Leute. Schön. Würde ich sagen, kommen wir zur Mucke, oder? Ja, ich habe, da ich morgen wieder nach Luxemburg fahre, eine große Rundreise mit unterschiedlichen Geräten, habe ich mir von Marlar Glenn Drevel rausgesucht. Ja, also. Du kommst von der Reise? Ja, genau. Yeah. Marlar Glenn Drevel, ich weiß gar nicht, wie das Album heißt. War großartiger Song jedenfalls. Super Song. Klassiker, absolut. Ich habe gestern beim Kunden gehört, schöne Grüße an Gerhard, ich habe bei dir Patricia Barber nochmal gehört, Companion-Album, und zwar ist da live Track 7, Black Magic Woman, also Original von Santana. Richtig, richtig coole Aufnahme. Genau. Hattest du oder hatte er als Gold-CD? Okay, so 24 Grad. Ah, sehr gut. Über einen DP570 CD-Spieler. War ein schönes Ding.
Jetzt bin ich nur gespannt, ob die Aussage Original von Santana richtig ist oder ob das nicht auch ein Cover war. Wir checken das. Aber ich bin im Flugzeugmodus. Ich kann jetzt hier nichts gucken. Okay. Fällt mir noch was ein. Wir haben noch zwei Karten für die Hyde nehmen. Oder vier? Nee, zwei. Auf jeden Fall haben wir noch Karten für die Hyde. Wir haben noch Karten für die Hyde. Leute, denkt dran. Ja, beim letzten Mal promoted. Und noch könnt ihr zuschlagen, wenn ihr Bock auf die High-End in München habt. Genau. Schreibt uns eine E-Mail an die info@hifi-schmitz.de. Einfach auf der Homepage gibt es oben so einen Button. Könnt auch gerne an die WhatsApp schreiben. Wurscht. Ruft den Peter an. Ruft mich an. Oder übermorgen den Christian. Wie auch immer. Und sagt uns oder schickt uns ein Foto, wo ihr den Podcast immer hört. Das war der Trick oder der Deal. Genau. Und dann könnt ihr mit zwei Leuten den Samstag oder den Sonntag wahlweise auf die High-End nach München kostenlos. Perfekt. Super. Leute, viel Spaß beim Musik. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Tschüss.